Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Chaos im Wald. Ja, letzte Folge haben wir mal die neuen Maschinen eingeweiht und sind mal mit dem Waldra und dem Ponse Harvester Arm, sag ich das mal, hier durchgefahren, haben ein paar Bäume gefällt hier. Die sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht hier, wo ich die suchen muss hier, alles hier, so hier, so hier. Genau, damit man halt in naher Zukunft dann den Hof noch erweitern kann, so wie man halt will und dann Platz hat. Der Plan ist jetzt, ich werde den Kubota wieder zurückfahren oder zurückfahren lassen, weil ich ihn halt echt nicht brauche. Das war halt kauflichmäßig, habe ich nicht ganz nachgedacht und dann. Genau. Verkaufen wir den jetzt erstmal wieder. Er bringt noch gut Geld und ich brauche echt keine 4 Traktoren. Das wäre ein bisschen viel. Da ist ein bisschen viel. So, reparieren. Ja, perfekt. 150.000. So, das haben wir nämlich schon eine halbe Million. Wo wir jetzt gerade mal gucken können, was für Land man kaufe. Ich finde halt, wo viele Bäume sind und so. Die 37 sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Kann man doch irgendwo hier springen. Gerade mal. Aussiedlerhof. Verkaufspunkt? Wahrscheinlich. Okay, da haben wir Bäume, da haben wir Bäume, da haben wir einen leichten Hang. So war das machbar. Hey, Werbung. Vielleicht ein bisschen arg viel Hang, oder? Ja, gut. Hier wird der Hang ein bisschen stärker, da muss man dann die Seilwinde kaufen, weil das doch ein bisschen zu arg wird zum Sammeln. Also so einfach diesen geraden Seilwinden, da Türmdinger da. Hier vorne geht's noch wieder. Ja, hier muss man halt dann nach und nach hier. Kann man dann fällen, würde ich sagen. Dann haben wir neben dran hier 42 noch und Ding und Kram. Und genau. Können wir das erstmal kaufen jetzt hier. Da haben wir das schon nochmal. Gehört das uns schon nochmal. Perfekt. Gut, dann brauchen wir den Pfannzelt. Der wunderschön seine Stufe einklappt an der Seite. So, der hat so einige Optionen und Bedienbarkeiten, wo man erstmal gucken muss, was das alles ist. Ja. Fahren wir kurz rum. Stellen uns gerade mal genau der Bälle noch mehr. Gucken, ob ich gerade noch steuern kann. Lange nicht mehr gemacht, ey. So, was kann der jetzt gerade machen? Ich kann das Schild hin und hoch machen. Aha. Naja, gut, das bringt mir erstmal nicht viel. Gucken, wo das einiger gerade steht, so ein bisschen. Polterschild, ah. Wagen aufklappen, also das ist der. Klappen wir gerade mal zu. Aha. Also jetzt kann man den so hin und her bewegen. Aha. Kann ich das Cursplay umstellen, dass die Tastenbelegung eine andere ist? So. Kann ich das dann so öffnen, wie ich denke? Okay. Gut, entfernen. Perfekt. So, haben wir das Scheiße. Der fickt den nämlich die ganze Zeit so. Was kann ich das? Ah, ich kann nur noch länger. Ah, so. Da hätten die Bäume da ein bisschen länger sein dürfen noch. Aller gut, egal. Gut, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Polnischen Stützfuß. Dann drücken wir halt mal ausklappen. Was treibt denn jetzt? Da alles entfernt gerade. So, dann nimmt die kompletten Abdeckungen alles weg. Und Spiegel alles komplett. Ah ja. Da bewegt auch noch irgendwas an der Seite. Aha. Das ist die Blinker geschützt sind oder was? Ist ja mal geil. Oh Gott, das Lenkrad klappt, das kommt nicht weiter. Ah, und vorne klappt sich der Bügel da weg.
Ist ja mal mega. So, jetzt können wir hier. Kannst du fahren? Fahren geht immer noch. Ja, man weiß es ja nicht. Wie lenke ich dann? Okay, der lenkt halt wahrscheinlich über die Joysticks irgendwie. Die er da jetzt halt noch hat. Okay. Falscher Knopf. Dann probieren wir doch mal in dieser schönen Sicht hier. Müssen wir mal kurz was umlegen. Okay, das dreht sich immer noch alles. Perfekt. So, das liegt da eh also ganz blöd. Ich kriege mal ja trotzdem irgendwie. Das aufgeladen zu bekommen. Okay, ich hab's immer noch ganz blöd. Wollt ihr euch nicht immer ein bisschen richten? Ne? Dann werden die mir wahrscheinlich sehr gleich rausbacken. Nein! Komm! Perfekt. So. Das sieht doch jetzt schon gar nicht mehr so schlecht aus. Oder? Ja, dann nochmal rüber. Perfekt. So. Ich muss das mit dem Werkzeug drehen, mal noch gucken, ob ich das so lasse. So verwechsel ich den Scheiß manchmal hier. Zwei Joysticks sind doch manchmal schwerer, als man denkt. Wenn man einfach nur links-rechts vertauschen muss, also linker Joystick, rechter Joystick und dann... Aber die haben die Steuerung echt, die Physik echt ein bisschen verbessert. Das würde ich jetzt so behaupten, so vom Gefühl her gerade. Weil die tun mir nichts rumbacken oder so hier. Also ich glaube, die haben echt mal... ein paar gute Veränderungen geschafft. Okay, da stand nicht drauf. Gut. Dann haben wir den einen hier noch. Läuft doch schon mal ganz gut hier. Zack, 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 zack. So. Ich sehe halt nur, ob du jetzt weit weg von der Bordwand ist. Ne, das sieht eigentlich ganz gut aus. Nee, falsch. Den linken muss ich drehen. Perfekt. Kann auch ein bisschen rüber vielleicht? Oder so. Ja, das so ist auch okay. Nee, gut, da brauche ich eigentlich keine rummachen, weil ich hier noch weiter gedreht. Wie sieht das aus? Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, komm. So, jetzt ja. Das schieben gerade ein bisschen weg. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es doch so einfach geht hier. Doch so leicht. Ne, falsch. Wenn mir jetzt so die Steuerung richtig könnte, dann wäre mega. Ja, okay. Oh, dort sind ein paar dicke Stämme hier. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hinfahren muss zum Verkaufen, ne? Das muss ich mal noch nachgucken. Wo das nächste Sägewerk und so ist. Ich glaube, zwei Stämme ist dann doch ein bisschen... ich weiß nicht, wie der noch drin hängt. Aber die kleben anscheinend das mittlerweile doch ein bisschen fest da. Frucht mich echt nicht, wie ich stehen habe. Aber er hängt noch drin. Beziehungsweise beide eigentlich. Ich darf halt nur nicht öffnen. So. Und so runter. Ey, also. Ich bin bis jetzt echt positiv überrascht. Muss ich echt sagen.
Hätte ich echt nicht gedacht, dass es doch so gut geht. Dass sie da doch so gut verbessert haben. Ja, die kleben da fest. Ich kann hier machen, was ich will. Die kleben fest. Also, vielleicht nicht ganz alles so machen, wie ich will. Aber so ziemlich alles kann man machen. Die sind fest. Aller gut. Ne, das war ein bisschen. So. Ich glaube, das. Wieso macht er hier die Spanngurte fest? Ich würde gerne meine Kamera ändern. Und nicht die Spanngurte. Ha! Ah, jetzt kann ich die Kamera ändern. Okay. Ja, ich. Gut, ich vor, kann man doch noch ein bisschen was schieben. Ja, da gehen noch 1, 2 drauf. Ah, was? Der Sitz bewegt sich komplett mit? Dieser Traktor ist. Faszination, aber ich nehme die andere Kamera noch wieder. Also, ich bin von diesem Traktor komplett angetan. Der ist für den Forst einfach nur geil. Und man kann ihn ja noch umbauen, dass er ein normaler Traktor ist. Also, deswegen. Ja, okay. Nein, nein! Okay. Ja, das war nix. Dann nehmen wir nur den Stamm. So. Machen wir es so. War doch nicht so weit. Ah Gott! Jetzt steuert doch richtig den Kran hier, mein Gott, Junge. Okay, oder? Jetzt noch mitten drauf ein. Zwar den Freiwilligen, der da liegt. Der meldet sich gerade so freiwillig hier. So. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ich weiß es nämlich nicht. Ja gut, das ist nicht ganz perfekt. Können noch ein bisschen richten vielleicht. So. Spanngurte drum. Zusammenklappen. Ist auch gut, man kann den Kran einfach zusammenklappen und dann zusammenklappen. Was ist das denn für Spanngurte? Alter Schwede. So. Anhängeraufklappe. Und Rückwärtsgang rein. Rundumleuchte an. Und raus hier. Jetzt ist die Frage. Wo müssen wir hier? Wo wollen wir hier? Warte mal. Gibt es die Kategorie Holz? Holz. Altes Segen. Ne, warte mal. Kann man das sortieren? Boah. Okay, 2187 müssen ins Containerlagerhaus. Containerlagerhaus ist, denke ich mal, nur für Container. Oder? Frage ist, wo ist das Containerlagerhaus? Ich denke mal, das ist wie gesagt nur für. Ja, ich probiere es jetzt gar nicht, sondern warten wir einfach gleich das nächste. 2041 ist der Zug. Also Elm Creek ist der Zug. Wow, Alter. Natürlich bringen die Sachen aber schon genug jetzt gedacht. 1837. 1852 Papierfabrik. Wo ist denn die jetzt schon wieder? Kannst du was abliefern? Ich fahr mal hin. Dann sehen wir, was dort passiert. Ne, falscher Gang. Falscher Knopf. Mein Gott. Gucken wir mal kurz da vorne, was da vorne abgeht.
Was du verkaufen können oder was genau das da ist. Kann ja sein, dass ich da verkaufen kann. So, was ist denn das hier? Kann ich einfach verkaufen? Oh, die Höhe. Eieiei, ich muss kurz einmal außenrum fahren. Traktor ist zu hoch. Finde ich aber schön. So. Ich komme mal kurz rum. Was ist denn das jetzt hier alles? Bevor ich irgendwas abgebe. Ah. Ist eine Produktion. Wieso bringt ihr mir da Geld? Ja, man kann Holz verkaufen. Fahren wir weiter vor. Da steht Holz verkaufen, dann müsste ich auch Holz verkaufen können. Aber. Ja. 8.399. Perfekt. Gut, dann. Machen wir das doch so. Wie viel kostet jetzt 130.000 kostet die Papierfabrik? Okay, da die eh auf meinem Grundstück ist, wäre das eigentlich eine gute Überlegung vielleicht. Gut, zumindest haben wir jetzt einen kurzen Lieferweg für das Holz. Ist doch auch schön. Gut. Dann würde ich aber sagen, das nächste Holz laden wir nächste Folge auf. Mach alles so Stück für Stück. Und, ui, was ist das denn da? Da irgendwas? Vielleicht irgendwo mit das Tier oder so? Also die Holztiere? Ne, okay, das gar nichts. Hätte ja sein können. Die Map ist schon echt geil. Da kann man echt nichts gegen sagen. Die ist echt mega, die Map. Okay, also wie gesagt, nächste Folge, weiter Holz aufladen. Und ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also, tschüss!